Der Kampf gegen Homophobie ist, ähnlich wie jener gegen Rassismus, oft einer gegen Windmühlen. Im Fußball gilt das mehr als in anderen Gesellschaftsteilen, bestraft der DFB. Jede homophobe Äußerung von Spielern, Trainern, Funktionären und Fans müsste an jedem Wochenende wohl mindestens jedes zweite Fußballspiel unterbrochen werden. Homophobie im Fußball? Was kann da ein schwules Hallenfußballturnier eigentlich ausrichten? Die Stadtschuss Masters in Hamburg werden bereits zum 8. Mal ausgetragen. 16 Mannschaften aus ganz Deutschland und auch aus Teilen Europas treffen aufeinander. Doch hier ist von Homophobie nicht zu spüren. Es ist schlichtweg nicht interessant, denn hier dreht sich wirklich alles nur um den Ball. Was sich verändern muss, damit sich auch im Profifußball wieder nur alles um den Ball dreht, hat Marc für euch herausgefunden. Angst, Unwissenheit und Scham. Mit diesen Begriffen lässt sich wohl am besten beschreiben, wie sich ein unbekannter und trotzdem doch sehr bekannter Fußballprofi fühlte, nachdem er mit seinem anonymen Outing für viel Gesprächsstoff sorgte. Ist der deutsche Fußball genauso drauf wie die katholische Kirche? Also dürfen Schwule nicht zu ihrer Orientierung stehen und werden nicht akzeptiert? Spielt die sexuelle Orientierung überhaupt eine Rolle bei gutem Fußball? Wie reagieren die Menschen auf die Vorwürfe gegenüber homophoben Fans? Und außerdem, was sagt Hamburgs schwul-lesbischer Sportverein Startschuss zu einem Outing im Fußball? Ich hoffe, dass ich hier bei den Startschuss Masters 2012 ein paar Antworten bekommen werde. Achtmal das Gefühl von erzielten Toren, das Gefühl, gemeinsam etwas zu leisten und das Gefühl, Toleranz zu erfahren. Nun bereits das 8. Jahr in Folge. In Hamburg grüßt der Startschuss und die Ballboys interessante Mannschaften aus vielen Teilen Deutschlands und sogar aus Teilen Europas. Die sexuelle Orientierung spielt bei diesem Spiel wohl keine Rolle. Ein klasse organisiertes Fußballturnier begeistert die zahlreichen Teilnehmer. Ja, also ich habe gehört, du bist extra aus Mannheim hier angereist für die Startschuss Masters 2012. Was hat die Veranstaltung für dich für einen Stellenwert? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es super. Auch wie es organisiert ist und alles drum und dran, haben sie wirklich alles sehr gut geplant. Also ein Lob an Hamburg, an die, die das veranstaltet haben. Ist ja unser erstes Turnier jetzt von unserer Mannschaft und es gibt es ja noch nicht so lange. Wir dachten uns einfach, ja, wir kommen einfach mal hierher, gucken, wie es läuft. Und ich muss sagen, wir sind sehr positiv überrascht. Also ich finde das relativ richtig geil, dass wir jedes Jahr so das größte Turnier in Deutschland organisieren können und dass auch internationale Mannschaften dabei sind. Klasse, genial. Ich möchte auch hier im Fußballverein beitreten jetzt hier in Hamburg, weil die Leute einfach cool draus sind und also die Sexualität hat da nichts mit zu tun, finde ich. Das ist egal eigentlich. Also ich zweifle daran, dass die Vereine, dass die Gesellschaft, dass die Fans, dass die Verbände schon so weit sind, dass ein Profi diesen Schritt gehen kann. In meinen Augen ist es ganz, ganz wichtig, und dass zum Beispiel die Vereine ihre Spieler schützen, wenn sie diesen Schritt gehen. Und ich befürchte ganz einfach, wenn ein Spieler, ob nur freiwillig oder unfreiwillig, das Outing hat, dass die Vereine davon überrumpelt sind und wahrscheinlich hilflos nicht wissen, was sie dann tun müssen. Der HSV hingegen hat die Initiative ergriffen und aufgrund des Engagements der Volksparkjungs eine riesige Flyer-Aktion im HSV-Stadion gestartet. Ja, die Volksparkjungs, wir sind der einzige eingetragene, offizielle schwul-bi-lesbische Fanclub des HSV. Wir haben uns gegründet letztes Jahr im April. Und ich bin eines der Gründungsmitglieder, ich bin Thorsten, wir sind inzwischen 12 feste Mitglieder und ja, wir sind dabei, ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen im Rahmen verschiedener Aktionen. Das kann mal eine Choreografie sein, das kann meinetwegen ein Spot im Hörfunk sein oder irgendwo auf den Stadionleinwänden. Und wir haben uns halt für die Flyer-Aktion entschieden, wir verteilen heute rund 40.000 Flyer im Stadion. Wenn sich jemand outet oder outen will, dass er die Situation hat, dass er das auch kann, ohne von den eigenen Fans oder den gegnerischen Fans, sag ich mal, so fertig gemacht zu werden, dass man letztendlich dann sagt, das war es nicht wert oder sowas. Das heißt, einfach eine Akzeptanz und eine Tolerierung, ohne dass wir jetzt darauf erpicht sind, jetzt unbedingt den ersten schwulen Bundesligaspieler zu outen, sondern einfach nur, dass man das Gefühl gibt, okay, es wird irgendwo welche geben und wenn sich da mal irgendwann wer mit seinem Freund zeigt und nicht mit seiner Freundin,
dann ist das okay und bestenfalls wird da gar nicht so große Notiz von genommen. Nach einem erfolgreichen Turnier werden in standesgemäßer Atmosphäre die Sieger geehrt. Der Kaisersaal im Rathaus dient schon seit Beginn der Masters als festlicher Rahmen für die Abschlussveranstaltung. Farid Müller, Schirmherr und gleichstellungspolitischer Sprecher der Grünen Fraktion in Hamburg, macht noch einmal deutlich, dass ein Outing im Fußball wohl überlegt sein sollte und dass ein tolerantes Umfeld von großer Bedeutung ist. Aber ich glaube, weshalb wir da momentan keine Bewegung sehen, so recht. Also überall in Deutschland hat man ja das Gefühl, es ist liberaler, es ist offener geworden. Aber in dem Bereich ist es tatsächlich schwierig. Und da haben wir halt die seltene Situation, dass sich der Kommerz mit schwierigen Fangruppen und unbeholfenen Vereinsvorständen sozusagen, dass das einen kroatischen Knoten gibt und alle sind nicht so recht, wissen eigentlich nicht so recht, wie sie damit umgehen können und wie sie einen Schritt nach vorne gehen. Alle haben Angst und es geht um Geld, es geht um die Frage, wie kann man so ein Outing überhaupt steuern in der Öffentlichkeit, was passiert mit dem Spieler, wenn das passiert. Viele Fragen, die unbeantwortet bleiben und solange das so ist, wird sich auch nicht so viel tun. Es müsste von uns schwulen Vereinen und schwul-lesbischen Vereinen, die jetzt im Fußball tätig sind, wir müssten im Grunde genommen den DFB Ratschläge geben und Punkte geben, wie man es am besten machen kann, was man macht, damit man ein Konzept entwickelt, wie können wir das langsam so entwickeln, dass Spieler, Verein und Sponsoren keine Angst mehr haben müssen. Gastredner der Siegerehrung ist Filmstar Peter Lohmeier, unter anderem bekannt aus Das Wunder von Bern. Lohmeier spricht über seine Sicht auf Homophobie im Fußball. Ein Outing im Fußball ist kritisch, es sei denn... Wenn so ein Ronaldo, ist ja jetzt egal, ob es ist oder nicht, oder Messi oder wie auch immer, wenn der das tun würde, das wäre okay. Das Ding ist halt immer, wo steht man? Ne? So, also kämpft man gerade um Platz in der Viererabwehrkette irgendwie so und wo dann der Trainer sagt irgendwie, pass mal auf, mir ist lieber irgendwie, lassen wir jetzt mal. Weil das belastet ja jeden. Der sich out würde, würde das ja belasten. Das heißt, der muss in der nächsten Sekunde um seinen Arbeitsplatz wohlmöglich fürchten. Kommunikation, sich zusammensetzen, wie diese Thematen besprechen. Also in erster Linie vom Verein aus mit den Fans. Also sowas könnte man schon mal vorher regeln, wenn man mal so ein Thema, wenn man mal ein richtiges Symposium macht mit den Fans, irgendwie das vorbereiten würde zum Beispiel so. Und da dann die Spieler auch mit so einlädt, so. Dass man sagt irgendwie, auf dieser Welle kann ich schwimmen. Die Startschuss Masters treiben die Welle der Toleranz im Fußball weiter voran. Nur durch die Präsenz in der Öffentlichkeit kann das Publikum mit dem Thema sensibilisiert werden. Homosexualität sollte im Fußball keine Rolle spielen, denn Fußball sollte Spaß machen.